Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin euch noch ein Video schuldig, denn ich habe vor langer, langer Zeit mal eine Ranking-Reihe angefangen, wo ich euch Top-Drogerie-Lidschattenpaletten gezeigt hatte und Top-5-Mittelklasse-Lidschattenpaletten. Und ich habe eigentlich nie das fertig gemacht, mache aber auch gleichzeitig dann wieder von vorne. Das heißt, ihr werdet dann auch jetzt wieder als nächstes noch Top-10 Drogerie-Lidschattenpaletten sehen und Top 10 Mittelklasse-Lidschattenpaletten. Und ich habe jetzt halt eben statt Top 5 nochmal Top 10 High-End-Paletten. Also ihr werdet einfach nur noch jetzt als Abschluss der alten Videoreihe die Top 10 High-End-Paletten sehen, was aber auch gleichzeitig der Anfang ist für die neuen Top 10 Drogerie- und Mittelklasse-Lidschatten. Ich hoffe, das war verständlich genug. Eine Sache möchte ich auch noch vorweg erwähnen. Ihr werdet sehen, ich habe hier eine mit reingenommen, die eigentlich vorher bei meinen Mittelklasse-Lidschatten mit dabei war. Ich habe mich jetzt aber dazu entschieden, sie in die Top High-End mit reinzunehmen, weil der Preis von ihr unreduziert 47 Euro beträgt. Ich habe mich jetzt so ein bisschen auf die normalen unrabattierten Preise verlassen. Also wundert euch nicht, wenn ihr Sachen seht, wo ihr sagt so, hä, aber das ist doch auch Mittelklasse, weil es unter 40 Euro ist. Also ich beziehe mich in diesem Video auf alle Lidschattenpaletten, die über 40 Euro betragen. Das heißt für mich schon High-End. Würde ich einfach sagen, wir fangen jetzt endlich mal an mit dem Video und dann geht es jetzt auch schon los. Auf Platz 10 ist bei mir eine Palette gelandet, die ich liebe. Habe ich mir auch geholt, als ich noch ziemlich neu mit YouTube angefangen hatte. Und ihr glaubt mir gar nicht, wie peinlich mir diese alten Videos sind. Die Qualität ist so doof und ich rede da irgendwie noch komplett anders als jetzt. Aber damals kam es mir tatsächlich vor, als wäre es eine gute Qualität und als wäre das Video richtig gut gelungen. Keine Ahnung, warum sich das auch bei einem selber dann so ändert nach einer Zeit. Aber es ist halt eben so, deswegen lassen wir das jetzt einfach mal so stehen. Auf jeden Fall Platz 10 ist bei mir die Naked Wild West Palette von Urban Decay. Und abgesehen davon, dass sie ein richtig schönes Packaging hat. Also richtig schön. Das hat so ein bisschen Schlangenoptik. Gefällt mir richtig, richtig gut. Und der Inhalt ist halt für mich tatsächlich das Schönste. Das sind halt wirklich genau meine Farben. Ihr könnt es selber sehen, also die Farben sind wunderschön. Mir gefällt die richtig, richtig gut. Die habe ich auch eine Zeit lang wirklich fast täglich benutzt. Ist jetzt ein bisschen weniger geworden. Deswegen habe ich sie auch auf Platz 10 gesetzt, weil ich habe sie halt wirklich schon lange nicht mehr benutzt. Aber ich weiß ganz genau, dass die Qualität hier stimmt. Und wenn ich Lust habe auf diese Lidschatten, dann greife ich auch definitiv zu der hier. Gerade so, wenn ich in dieses Blaue gehen will. Also das Blaue habe ich definitiv als Lidschatten am meisten aus dieser Palette benutzt. Die Palette ist wirklich toll. Aber das werde ich wahrscheinlich jetzt zu jeder Palette sagen. Deswegen wundert euch nicht. Platz 9 ist bei mir eine alte, aber noch erhältliche Palette von Huda Beauty. Die kam damals schon kaputt bei mir an, war aber vor ungefähr 2 Jahren, glaube ich, ein Weihnachtsgeschenk von meinem Mann gewesen. Und wie gesagt, die kam kaputt bei mir an. Also der eine Ton da ist komplett zerstört, was echt schade ist, weil ich den Ton tatsächlich am schönsten finde. Aber so ist das halt eben. Die habe ich aber trotzdem schon wirklich sehr viel genutzt. Der matte Ton, den ich hier am meisten benutzt habe, ist dieser lavendelfarbene, weil ich einfach so einen Ton in anderen Paletten noch nicht so oft hatte. Vor allem dann eben auch einer, der wirklich gut pigmentiert ist. Und ganz ehrlich, was mich natürlich hier am meisten anspricht, ist auch definitiv die ganze Color Story. Ich finde es einfach wunderschön, dieses Zusammenspiel aus den Farben. Es passt für mich wirklich perfekt. Also eine wirklich tolle Palette, auch qualitativ gesehen. Platz 8 ist die einzige Natasha Denona Palette, die ich in dieses Video gepackt habe. Ihr wisst, wie ich zu Natasha Denona stehe. Aber wenn ich eine Palette in meine High-End-Favoriten mit aufnehmen würde, dann ist es auf jeden Fall die. Und das ist auch gleichzeitig die erste gewesen, die ich mir damals von Natasha Denona geholt habe. Und zwar die Gold-Palette. Finde ich vom Packaging her okay, ich finde, sie wirkt ein bisschen billig, weil ich hatte mir das irgendwie ein bisschen hochwertiger vorgestellt, muss ich sagen. Aber die Farben innen drin sind wunderschön. Die hier hat auch so eine ziemlich ähnliche Color Story wie die Wild West Palette. Aber es geht halt doch ein bisschen mehr ins Goldene. Aber hat halt auch so diesen ähnlichen Blau-Grün-Ton. Tatsächlich habe ich sie mir auch damals wegen dem Ton hier geholt. Und das ist leider genau der Ton, mit dem ich am wenigsten klarkomme in dieser Palette, weil das halt eben diese Ledertextur hat, was eigentlich an sich schön ist. Und mit der Ledertextur komme ich auch am besten klar aus allen Natasha Denona Paletten. Dennoch ist es halt für mich eine Textur, wo ich vielleicht auch einfach noch nicht so die richtige Technik
oder den richtigen Pinsel gefunden habe. Was aber ziemlich blöd ist, weil ich finde, wenn, dann muss das ja auch irgendwo mit allen Pinseln klappen. Und man muss da nicht ewig lang rummachen bei so einer teuren Marke. Ich meine, die Palette hat 112 Euro gekostet. Da warte ich eigentlich schon, dass alle Lidschatten gleich gut funktionieren. Und ich bin nun mal wirklich kein Schminkanfänger mehr. Das kann ich wirklich nicht sagen. Deswegen keine Ahnung, warum es so blöd funktioniert bei mir. Aber damit ihr es auf jeden Fall wisst, das ist meine Platz 8 Palette. Auf Platz 7 ist noch eine relativ neue Palette und gerade deswegen ist sie auch nicht höher im Ranking, weil ich sie einfach noch zu wenig ausprobiert habe. Ich glaube, ich habe es jetzt insgesamt erst 2 oder 3 Mal benutzt, aber die Qualität ist irgendwie noch mal ein Stückchen besser als in den anderen Paletten. Und zwar rede ich von der Rose Quartz Palette von Huda Beauty. Und mal abgesehen davon, dass das Packaging und die Qualität viel schöner ist als von den anderen Paletten, finde ich auch die Farben hier drin richtig ansprechend. Also für mich eine tolle Palette. Wenn ich mich aber entscheiden müsste, allein von der Color Story, würde ich die Mercury Retrograde, also die, wo ich euch auf Platz 9 gezeigt habe, vorziehen, weil ich das halt doch ein bisschen mehr mag, bunter zu bleiben. Aber von der Qualität her, also allein von der Lidschattenqualität her gesprochen, ist die um einiges besser. Deswegen ist sie höher im Ranking als die andere. Auf Platz 6 ist auch eine, die ihr wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt noch nicht gesehen habt. Vielleicht auch schon, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es die Moonspare Palette von Luna Beauty. Es wird schwierig, sie euch zu zeigen, denn sie kam kaputt bei mir an. Und ich habe auch niemals eine Antwort von dem Schweizer Online-Shop bekommen. Was ich wirklich scheiße finde, ganz ehrlich, anders kann man es nicht betiteln. Also die Palette löst sich hier unten komplett und es kamen 2 Töne kaputt an. Der eine, den habe ich einigermaßen zurückpressen können. Das war dieser hier oben. Aber ihr könnt erkennen, der grüne ist komplett zerstört. Was ich wirklich schade finde. Ich hätte mir aber trotzdem eine Antwort von dem Online-Shop gewünscht. Was sie nicht getan haben, dadurch gibt es jetzt auch eine schlechte Bewertung an dieser Stelle. Also wenn ihr sie haben wollt, kann ich euch Monolith nicht empfehlen. Dann habe ich hier eine Palette auf Platz 5, die ich wirklich sehr, sehr gerne mag. Wenn ich an einen Alltagslook denke, dann ist es definitiv die, zu der ich greife. Und zwar ist es von MAC die hier, die heißt MAC Art Library Nude Model. Und die finde ich richtig, richtig toll. Also das ist auch meine erste und einzige MAC Palette bisher. Die ist aber farblich wirklich perfekt. Also ich finde eine gute Herbstpalette, gleichzeitig eine gute Alltagspalette. Also ich finde sie wirklich sehr, sehr schön. Auch dieser Übergang von diesen eher Gold-Senftönen dann in diese rosigeren und dunklen Töne finde ich wirklich toll. Also für mich eine wirklich super tolle Palette mit einer sehr guten Qualität. Und deshalb ist sie auch auf Platz 5 gelandet. Auf Platz 4 ist jetzt die Palette, wo ich vorhin euch erzählt habe, dass ich jetzt den Originalpreis genommen habe, den rabattierten Preis. Die hat nämlich am Anfang 47 Euro so ungefähr um den Dreh gekostet. Kostet jetzt allerdings nur noch 33,99 reduziert. Auch eine Palette, die ich wirklich super oft benutzt habe. Also wenn ich oft meine, dann spreche ich wirklich von über 20 Mal. Und das ist bei meiner Schminksammlung wirklich oft. Ich liebe sie. Ich finde sie farblich wunderschön. Habe ich jetzt allerdings auch schon länger nicht mehr benutzt. Weil das Problem einfach ist, seitdem ich YouTube mache, ich habe ständig neue Lidschattenpaletten daheim. Und wenn ich dann was Neues daheim habe, dann nutze ich die fast nur noch durchgängig. Und dadurch komme ich dann einfach nicht mehr dazu, so oft zu den alten Paletten zu greifen. Ich könnte sie aber auch gleichzeitig niemals weggeben, weil ich die Palette liebe. Und sie riecht übrigens auch nach Pumpkin Spice. Also zumindest glaube ich, dass Pumpkin Spice so riecht, keine Ahnung. Aber sie ist wirklich toll und ich finde, sie ist auch wirklich zu empfehlen. Falls ihr sie noch irgendwo kriegen könnt, holt sie euch. Super tolle Qualität. Und ich mag sie wirklich sehr, sehr gerne. Auf Platz 3 ist eine Palette, die ich vor kurzer Zeit in meinen High-End-Favoriten aus jeder Kategorie auf Platz 1, glaube ich, gesetzt hatte. Ist jetzt gerade im Moment nicht mehr, aber nicht, weil ich sie jetzt schon länger nicht benutzt habe, sondern weil mittlerweile in meiner Schminksammlung 2 neue Paletten mit eingezogen sind, die mich einfach qualitativ auf ein anderes Universum katapultiert haben. Deswegen ist sie auf Platz 3 gerutscht, meine geliebte Born to Run Palette. Wobei ich sagen muss, farblich finde ich die hier tatsächlich immer noch besser als die Paletten, die jetzt gleich auf Platz 1 und 2 kommen. Also das ist wirklich meine perfekte Palette. Die Farbzusammenstellung passt für mich hier wirklich perfekt. Es gibt hier keine Farbe, die ich austauschen wollen würde. Ich glaube auch, dass es die einzige Palette ist, wo ich wirklich schon jede Farbe benutzt habe
Und wenn ich mich nicht täusche, war das allgemein meine allererste High-End-Palette. Meine allererste High-End-Palette war eine von Tarte, die blende ich euch mal hier ein. Das hier war dann aber auf jeden Fall die zweite oder dritte, aber die habe ich definitiv super oft benutzt. Und das ist auch, glaube ich, die einzige Palette, die von meinen High-End-Paletten vom Anfang noch übrig geblieben ist, weil alle anderen habe ich mittlerweile aussortiert. Ich liebe die wirklich sehr und die würde ich definitiv niemals aussortieren, es sei denn, sie geht kaputt oder riecht nicht mehr gut oder die Lidschatten funktionieren nicht mehr. Solange sie aber noch funktioniert, werde ich sie behalten, denn ich liebe sie. Jetzt kommen wir zu den Platz 2 und 1 Produkten. Es ist die gleiche Marke. Habe ich noch brandneu. Ihr habt wahrscheinlich die anderen Videos dazu noch nicht gesehen. Wird aber noch kommen, versprochen. Ich habe sie allerdings zu dem jetzigen Zeitpunkt. Ich habe heute den 16. Dezember. Ich habe die jetzt über 4 Wochen daheim oder knapp 4 Wochen. Und ich habe sie zudem jeden Tag benutzt. Und zwar einmal von Pat McGrath, die Mothership Mega Celestial Odyssey Palette. Packaging ist auf jeden Fall übertrieben. Aber ich finde sie von innen richtig cool, auch wenn ich an der Stelle auch ein bisschen was bei ihr zu bemängeln habe. Ich zeige euch einfach gerade mal den Inhalt. Ich denke, ihr könnt es erkennen, es sind viele Schimmertöne und das ist das Einzige, was ich an dieser Palette zu bemängeln habe. Also es sind 4 matte Töne in dieser Palette. Die beiden hier, dieser etwas bräunlichere hier, dieser dunkelpinke. Und dann der braune hier oben und dieses Pink hier. Und ich finde es sehr schade, denn zwischen dem Pinken und dem Pinken ist kein großer Farbunterschied. Ich hätte mir vielleicht nochmal ein Schwarz oder so gewünscht. Allerdings finde ich, die Farben reichen vollkommen, weil man hat hier viele Schimmertöne, die man dann einfach aufs bewegliche Lid geben kann. Und damit kreiert man trotzdem immer einen komplett anderen Look. Und ich finde, man hat auch hier wirklich sehr viele alltagstaugliche Farben. Also ich finde die wirklich super, super schön. Das ist jetzt dann meine erste Pat McGrath Palette gewesen. Die finde ich tatsächlich farblich auch ein bisschen ansprechender, auch weil die größer ist und ich da wirklich ein bisschen mehr Farbvielfalt habe. Jetzt kommen wir mal zu meinem Top 1 bzw. Platz 1 meines Rankings. Ich habe hier die Mothership 2 Sublime Palette und das ist Platz 1 geworden, weil das Packaging, ich meine, guckt euch das mal an. So ist das Packaging richtig rum. Also allein schon das Packaging, dann hier hinten dieses Bild mit der Biene. Sie könnt ihr das Packaging besser kennen. Ein wahnsinns geiles Bild. Also ich würde das so gerne versuchen nachzustellen. Dann guckt euch mal hier die Rückseite an. Komplett Gold hier vorne. Es ist einfach wirklich High-End pur. Es ist Luxus pur. Ich bin absolut begeistert. Ich bin so froh, dass ich sie mir gegönnt habe. Und jetzt zeige ich euch mal das Innenleben. Ich finde sie perfekt. Ich stehe total auf diesen Grünton hier. Es erinnert mich an so ein Mistfliegengrün, was total bescheuert ist. Aber es sieht wirklich geil aus auf dem Auge. Ich mache euch mal so einen Swatch. Der sieht je nach Lichtverhältnis auch manchmal schwarz aus. Und wenn ich euch das jetzt hier swatche, dann seht ihr das vielleicht auch, wenn ich das so ein bisschen drehe, dass es so schwarz aussieht. Ich finde das richtig toll, also perfekt, einfach perfekt. Der einzige Ton, den ich hier nicht so prickelnd finde, ist der Goldton hier, weil ich finde, der ist wirklich zwar schön, aber der ist einfach so verdammt fest in das Pfännchen gepresst. Aber auch den swatche ich euch mal hier so nebendran. Das ist einfach nochmal irgendwie ein ganz anderes Gold als in anderen Paletten. Ist natürlich auch ein bisschen bescheuert dafür, dann wirklich 125 Euro ausgeben zu wollen und zu tun. Was ich aber sagen kann und muss, ich habe die reduziert gekauft, die hat dann nur noch 100 Euro gekostet, also nur noch 100 Euro. Ich glaube, das wird vorerst auch mal so meine einzige Mothership-Palette sein, weil ich fand die schon echt teuer und die hat 84 Euro gekostet. Qualitativ gesehen auf jeden Fall die besten Paletten, die ich habe. Auch wenn ich sagen muss, ich habe eine Drogeriemarke gefunden, die dem sehr nah rankommt und das habt ihr auch schon gesehen, da habe ich das auch, glaube ich, schon erwähnt, dass ich finde, dass die zwei neuen Lidschattenpaletten von Love und Letizia Lemarque der Qualität von Pat McGrath wirklich sehr, sehr nahe kommen und das lasse ich auch so stehen, weil ich finde, dass es wirklich so ist. Ich habe jetzt beide schon oft miteinander verglichen. Ich saß letztes Mal auch hier und habe ein Auge mit der einen Palette geschminkt und das andere mit der anderen und ich muss wirklich sagen, ich merke kaum ein Qualitätsunterschied. Also keine Ahnung, ob man dann wirklich
so viel Geld ausgeben muss. Ich habe sie auf jeden Fall jetzt da und ich würde sie auch da behalten. Aber ob jetzt dann noch irgendwann mal eine weitere einziehen wird, weiß ich nicht, weil ich tatsächlich finde, dass die Drogerie sehr stark aufgeholt hat. Und dann habe ich jetzt auch eigentlich nichts mehr zu sagen. Schreibt mir doch mal gerne eure Top 3 High-End-Paletten in die Kommentare, weil ich glaube, Top 10 wäre ein bisschen zu viel, aber mich würde mal eure Top 3 interessieren. Ansonsten würde ich mich dann auch schon von euch verabschieden. Ich hoffe sehr, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne einen Kommentar da und einen Daumen nach oben, sowie ein Abo, wenn euch das Video gefallen hat. Als nächstes kommt dann meine Top 10 Drogerie-Lidschattenpaletten und dann meine Top 10 Mittelklasse-Lidschattenpaletten. In welcher Reihenfolge weiß ich noch nicht, aber nur, dass ihr schon mal Bescheid wisst. Wenn ihr den Kanal abonniert, verpasst ihr das auch eben nicht. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Tschüss!